Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, heute fahren wir den Ford Mustang GT aus dem Jahre 2015. Der wurde sich nämlich sehr, sehr oft gewünscht, 28 Mal an der Zahl wurde er über das Wunschformular eingetragen. Und ja, den werden wir heute mal ein bisschen fahren, aber werden die natürlich auch tunen. Und zu meiner Verwunderung tatsächlich haben dieses Fahrzeug sich die meisten Leute performant gewünscht. Kaum Maximalaufbau, muss man sagen, fast ausschließlich nur performant. Und das wollen wir heute auf jeden Fall in Angriff nehmen. Wir wollen dieses Fahrzeug heute performant machen, weil man muss auch wirklich sagen, in jedem Vergleichstest, in jedem Länderduell oder irgendwas, wo dieser Mustang dabei war, hat er einfach Probleme gehabt. Und das Hauptproblem bei diesem Fahrzeug war aber eigentlich nicht die Kurvenlage oder die Kurvenspeed oder wie er sich in der Kurve angefühlt hat, sondern vielmehr, dass einfach die Power obenrum gefehlt hat. Ja, da ging einfach nichts gegen die Konkurrenz von Chevrolet, und Camaro oder sowas. Da ging nichts. Ja, muss man sagen. Es gibt natürlich noch die stärkere Variante von diesem Mustang, natürlich der Shelby 350R, den wir auch zum Beispiel im Motorsport haben oder dann auch in Forza Horizon 3 bekommen werden. Aber wir können natürlich ja nachhelfen. Wir müssen das Ding ja nicht serienmäßig lassen, sondern wir können ja ein bisschen noch tunen und das werden wir auf jeden Fall auch machen. Ja, das ist ganz klar. Und ja, das zu dem. Was anderes aber gleich mal vorweg, ja, bevor es ich vergesse, beziehungsweise bevor es untergeht im Tuning-Eifer. Und zwar am Montag, nicht vergessen, Montag offiziell kommt die Demo zu Forza Horizon 3 raus, ja, dass der Bescheid weiß, wisst. Wer sich jetzt natürlich fragt, ja, Ray, wirst du was zur Demo zeigen? Natürlich werde ich was zur Demo zeigen. Ich werde, wie ich damals auch schon bei Forza Horizon 2 gemacht habe, zu diesem Spiel, da habe ich nämlich damals auch ein Demo-Let's Play gemacht, das werde ich auch wieder machen, selbstverständlich. Und gucken wir halt mal, ja, wie sich das Ganze dann so anfühlt, was man in der Demo erleben darf. Denk mal, die Demo wird wieder so ähnlich aufgebaut sein wie hier im Zweier schon. Man wird wahrscheinlich die Anfangsstory sehen und hat dann am Anfang so ein kleineres Startgebiet, wo man halt so 4-5 Rennen fahren darf. Und das war's dann auch. Ja. Tuning und so weiter ist da ja in der Regel dann auch noch nicht mit drin. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Nicht, ihr dürft euch auch drauf freuen. So wenig sind nicht mehr viele Tage, dann kommt die Demo raus und es sind eigentlich auch nicht mehr so viele Tage. Da kommt das Spiel raus. Also richtig, richtig cool auf jeden Fall. Es geht bald hier richtig, richtig rund. Und deswegen gibt es auch gar nicht mehr so viele Folgen hier in Horizon 2. Das heißt, diese Folge hier ist eine der letzten schon. Und damit geht natürlich schon ein großes Kapitel zu Ende. Aber es wird natürlich nochmal eine offiziell letzte Folge geben, wo ich das dann auch direkt offiziell so thematisieren werde. Ja, dass es selbstverständlich dann die letzte Folge ist. Aber wie gesagt, die Folge hier schon eine der letzten. Genauso jetzt am Wochenende, beziehungsweise morgen, kommt dann auch schon eine der letzten Multiplayer-Folgen raus. Ja. Noch nicht die letzte, aber eine der letzten. Ja. Deswegen, ja, ist irgendwie schon so ein bisschen traurig, dass es zu Ende geht, aber es kommt ja was Neues, Cooles. Ja, ist ja nicht so, dass jetzt dann erstmal fertig mit irgendwas wäre, sondern wir machen ja direkt weiter. Es gab ja in dem Sinne gar keine Pause oder Wartezeit oder wie auch immer. Gut, ja, wir gehen mal rein in das ganze Ding und gucken mal, was wir denn tunen können, wollen, wie auch immer. Ja, wir haben hier eine standardmäßige 5-Liter-Maschine V8 drin. Der Shelby zum Vergleich, 5,2 Liter V8. Ja, wir gucken jetzt mal Motorumbau. Wir können auf ein V8 DSC 5,8 Liter wechseln. Jetzt, was ist DSC? Geil, weiß ich gar nicht. Drosselklappe, Steuerung oder so? Das weiß ich selber nicht. Ich gehe mal ein, Engine DSC. Das weiß ich selber nicht. Das google ich euch jetzt mal live. Wahrscheinlich weiß auch nicht jeder von euch. Motorsport Ford Racing Parts. Okay. DSC, okay, das ist, glaube ich, nicht so ganz das, was ich will. DSC Motorsport gibt es da. Ist es ein Motorsport? Dynamic Symbolic. Nee, das ist es nicht.
Ja, also anscheinend keine Ahnung, was das DSC genau ist. Aber ich kann gucken, wo das normalerweise drin ist, der DSC. Das DSC ist normalerweise im Ford Shelby GT500 drin. Also im Vorgänger. Der 5,8 Liter, genau. Und es gibt noch einen 5 Liter V8 DSC und der ist im Jaguar XKRS drin. Interessant. Das auch mal zu wissen. Also, das ist quasi der Motor vom Ford Shelby GT500. Cool. Dann wissen wir das auch. Aber wir wollen ja jetzt nicht den Motor des Vorgängers haben, sondern wir bauen natürlich jetzt auf dem Motor auf, den wir hier haben. Ja, Antrieb lassen wir natürlich auf Heck. Und ich würde mal sagen, wir wollen es performant. Ja? Es geht jetzt nicht darum, hier Power, Power, Power. Deswegen will ich jetzt erstmal gucken, was wir denn so aus dem Motor so rauskitzeln können. Ja, deswegen, das lassen wir alles mal so. Und ihm fehlt es natürlich an Durchzug. Ja? Also ich fange jetzt einfach mal mit den typischen Teilen an. Auspuffanlage. Und auch Ansaugsystem. Leistungstechnisch, wo will ich denn da hin? Also ich würde schon sagen, so, ich hätte gern so einen 600 PS Mustang. Ja? Also 600 PS wäre schon cool. Ich könnte jetzt auch einen 700 PS Mustang machen, so ein bisschen die Challenger und Chargers angreifen. Aber das will ich jetzt gar nicht. So 600 PS finde ich eigentlich schon eine gute Anzahl. Das heißt, wir müssen, nochmal das genau umrechnen, auf 400 41 bis 442 kW kommen. Da sind wir noch ein gutes Stück weg, auf jeden Fall. Deswegen können wir da jetzt tatsächlich mal auch wirklich solche Sachen machen wie Nockenwelle, dass der ein bisschen länger dreht. Es könnte sein, dass wir tatsächlich auch noch eine Zwangsbeatmung reinmachen müssen. Ich mache mal vielleicht den Hubraum mal größer. Wir können 4,2, 4, 6,2 Liter. Wäre geil. 6,2 Liter Motor. Wär ordentlich, ja. Kolben machen wir auch anders. Ja, da kommen wir schon ganz gut hin. Also wir brauchen jetzt nicht unbedingt, so wie es ausschaut, eine Zwangsbeatmung machen. Wir kommen da anscheinend auch so hin. Ja, 433, wir nähern uns an. Kraftstoffanlage. Ja, 441, da hätten wir es ungefähr genau. Wenn wir jetzt 45 machen, dann wären wir knapp über 600 PS. Machen wir das, dann sind wir auf jeden Fall über 600 PS. Das ist nicht schlecht, über 600 PS, 600 Newtonmeter. Drehmoment, das ist auch nicht schlecht. Und dann machen wir auch mal hier. Wir haben jetzt hier eine Brembo-Bremsanlage drin, die eigentlich ausreichen dürfte. Ja, also eigentlich brauchen wir keine bessere Bremsanlage. Wie gesagt, wir bauen performant auf. Das heißt, wir bauen eigentlich nur die Teile ein, die auch wirklich Sinn machen, einzubauen. Und die Bremse ist eigentlich echt gut. Die Brembo-Bremsanlage, man sieht es auch, Bremsen 7,8, das ist schon richtig top. Da brauchen wir eigentlich keine bessere Bremse reinmachen. Natürlich werden wir das nachher nochmal testen, selbstverständlich, aber da gucken wir mal. So, ich baue jetzt mal hier die Rennfederung ein und Dämpfer natürlich erstens mal, weil das Ding einfach sackgeil tief drin liegt und zum anderen sind die halt einstellbar. Einstellbare Teile baue ich halt rein, ja, weil man dann halt einfach mehr Feintuning nochmal machen kann. Deswegen kommen die halt rein. Ja, das ist der einzige Grund. Und dann Gewichtsreduzierung. Gut, da können wir jetzt sagen, ja, alles weg, ja. Weniger Gewicht schadet nie. Ja, weniger Gewicht hat gar keinen Nachteil eigentlich. Es ist, das Auto muss weniger Gewicht beschleunigen. Ja, das heißt, es ist ein Vorteil für die Beschleunigung, für die Höchstgeschwindigkeit. Das ist ein Vorteil für die Kurvenspeed, ja, weil man halt viel weniger Gewicht durch die Kurven tragen muss. Es ist ein Vorteil für die Bremsen, weil es viel weniger abbremsen muss. Ja. Aber ja, wir wollen ja auch noch ein bisschen irgendwo normal bleiben, weil jetzt ein Mustang mit 600 PS und unter 1,3 Tonnen, das ist irgendwie, ja, das ist schon echt Motorsportniveau. Und auch wenn man hier guckt, um das mal zu erklären, was die verschiedenen Stufen hier ungefähr sind. Ja, hier sagt man halt, ja, hier wirft man so unnötige Sachen raus, wie Ersatzrad und Werkzeugkoffer und sonst so Zeug. Und hier sagt man, ja, hier verzichtet man schon auf ein Radio und die Boxen, die Soundsysteme und so weiter, wird auch schon raufgeworfen. Und hier ist es so, hier bleibt eigentlich nur noch die Rohkarosse. Ja, im übertragenen Sinne. Das wollen wir nicht. Ich würde sagen, wir haben hier, ja, so 1,4 Tonnen wäre schon gut. Das wäre schon richtig sportlich. Ich würde sagen, dann machen wir hier die zweite Stufe. Das ist schon ganz gut. Radio lassen wir aber drin, ja. Also nochmal so gesagt. So, Getriebe. Ja, machen wir das Renngetriebe rein. Das müssen wir dann natürlich nachher noch einstellen. Genauso beim Differential. Das müssen wir auch nachher auch einstellen. Ich mache es jetzt aber rein.
damit es eben passt vom Ding her. So, klar, Reifenmischung können wir jetzt hier auf Semi-Slick-Reifen gehen, aber das ist, glaube ich, schon ein bisschen zu viel. Aber wir können hier eine Sportmischung können wir schon machen, würde ich sagen. Also Sportmischung können wir schon machen. Und dann gucken wir mal, wie breit das Ding. Fangen wir vielleicht mal hinten an. Hinten haben wir standardmäßig 275er. Das ist schon ordentlich. Das sieht jetzt hier gar nicht so breit aus. Ja, im Spiel wirkt es nie so breit. Aber eine echt 275er Schlappen. Das ist richtig viel. Das ist schon gut breit. Und auch vorne 255er. Das ist nicht wenig. Ja, das sind schon gut ein paar breite Dinger. Natürlich sagt jeder 300er. Ja, aber ja, ich finde 275 sind schon nicht schlecht. Aber wir wollen natürlich ein bisschen mehr, wir haben mehr Leistung. Wir brauchen jetzt breite Schlappen und ich würde sagen, wir brauchen mindestens über 300. Und deswegen sind 315er sind massiv breite Dinger. Aber ich meine, so ein Porsche ja, hat zum Beispiel auch 305er, 315er, 325er, je nachdem. Also deswegen können wir da hinten schon mal breitere Dinger machen, auf jeden Fall. Vorne müssen wir jetzt mal gucken, das muss ja auch im Verhältnis irgendwo passen. Was können wir da maximal? 275er, das ist schon viel. Ich würde sogar fast schon sagen, wir machen 265er, das reicht eigentlich vorne. Also 275er, das ist... Ich meine, gut, wir haben viel Gewicht vorne liegen, wobei wir haben viel Gewicht auch reduziert. Ja, also ihr merkt schon, ich mache mir mal Gedanken, was man da so machen könnte, theoretisch, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Natürlich mehr geht immer, aber wir wollen ja keinen Maximalaufbau, wir wollen ja mal so gucken, was eben halt so ungefähr geht. Ja, so, und ich würde sagen, 265er, das ist schon ganz gut. Und eben die Sportmischung, das ist schon ordentlich. Das ist jetzt kein, das wird kein mega Kurvenmonster jetzt mehr. Da müsste man schon echt in die Richtung gehen, wollen wir aber nicht. Ich würde sagen, das können wir schon auf jeden Fall mal so lassen. Ja, den Rest machen wir dann übers Fahrwerk. So, Felgen. Ja, Felgen, das ist wieder immer also wieder so eine Geschmackssache, ja, was man da machen kann. Die würden jetzt halt in die Richtung gehen, wie wir gerade eben hatten. Die würden gehen. Aber was machen wir für Felgen? Das ist wieder also die Qual der Wahl. Da können wir alles mögliche machen. Ich habe jetzt auch so ein leichtes Knacken auf dem Ohr. Also der Soundbug, der eigentlich sich verabschiedet hat, der kommt auf einmal wieder zurück. Jetzt zum Ende des Let's Plays haben wir wieder einen Soundbug, den man so ganz leicht hört. Ja, das ist jetzt die Frage. Was könnte man machen? Felgen ist ja immer so ein Thema. Die Felgen würden jetzt hier gut passen. Zu wenig. Gucken wir einfach mal alles durch. Was wir denn so machen könnten. Ja, ich weiß, einige von euch überspringen immer den Part mit den Felgen, weil es ihnen zu lange geht. Verstehe ich irgendwo. Aber ich muss mir trotzdem erstmal alles so ein bisschen angucken. Und, ja, muss man auch mal gucken. Bin ja auch nicht böse, wenn ihr das überspringt. Ja, das müssen schon ein etwas breitere Dinger sein. Dinger nicht. Also ich muss sagen, es sind jetzt keine Felgen dabei gewesen, wo ich jetzt sagen würde, jawohl, richtig Porno, passt perfekt zu dem Fahrzeug. Ja, aber es muss schon, es geht schon mehr so in die Richtung auf jeden Fall, also in der Kategorie. Und die Frage... Das sind also so Felgen, die würden halt jetzt super zu Charger, Challenger und so passen. Die Richtung soll es ja aber eigentlich jetzt gar nicht gehen direkt. Es darf ja schon noch so ein bisschen sportlich sein. So eine Mischung aus beidem so ein bisschen. Die hier, diese OC hier. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, es sind halt relativ dünne Speichen, aber finde es jetzt gar nicht so schlecht. Lassen halt das Fahrzeug auch nochmal echt ein bisschen
breit wirken. Mach natürlich andere Farben nachher drauf. Aber das sieht schon ganz gut aus. Die würden auch gehen. Also halt das Gold, die Farbe können wir ja natürlich ändern, ne? Das ist klar. Nee, ich mach die tatsächlich. Ich finde die ganz gut. Ich mach die mal. Und dann von der Größe, wir haben jetzt 19er, 20 Zoll, würde ich sagen, geht auf jeden Fall. 21 würde natürlich auch gehen, aber es muss ja auch fahrtechnisch noch irgendwo Sinn machen. Also 21 Zoller würden schon gehen. Lass mal drauf. Wäre genug Profil noch. Ah, nee, Mama 20er, ja, es darf, ich finde so ein Ami, so ein V8er, der darf ja schon noch ein bisschen Reifenprofil, also Reifenflanke haben. Ja, so ein bisschen Trackstrip-Style, ja, darf schon ein bisschen noch sein. Ich finde, das ist okay. So, gut, dann haben wir ja eigentlich alle Einbauteile drin, wenn ich das jetzt richtig weiß, wo ich so jetzt drin haben möchte. Dann können wir natürlich jetzt optisch noch ein bisschen was machen. Ich weiß es auch gar nicht. Was gibt es denn da für Standardlackierung? Ich weiß es gar nicht. Herstellerlackierung. Ah, das ist eine Sache. Gucken wir mal. Vielleicht gibt es ja aus der Community noch was Cooles. Ja? Schauen wir einfach mal, ob da jetzt was dabei ist, wo mich direkt umhaut. Die sind cool hier. Eine Boss-Lackierung. Gibt's ja gar nicht mehr den Boss, ne? Oder? Also ich weiß es nicht. Ich kenne mich jetzt in der Mustang-Szene gar nicht so genau aus, aber den Boss gibt's ja eigentlich gar nicht mehr. Den gab's halt früher, klar. Finde ich eigentlich ganz geil, also auch mit dem Gelb. Ich meine, das finde ich auch nicht schlecht, mit diesem angeschrägten, mit dem Weiß. Und dann unten das alles so ein bisschen, schwarz gemacht, weiß ich nicht. Ich glaube, hier sind halt die Felgenfarbe standardmäßig und ein Boss ist es ja eigentlich nicht. Aber den finde ich eigentlich ganz geil. Nur eine anderen Farbe wäre gut. Warte mal, ich gucke gerade mal. Herstellerinfo. Ja, da werden wir jetzt nichts finden, ne? Blöd. Ich suche mal. Lambo Lover 13. Ich suche jetzt einmal mal nach dem. Vielleicht hat er noch mehr in anderen Farben erstellt. Weil weiß will ich es nicht haben. Nicht unbedingt. Zusammengeschrieben. Lambo Lover macht ein Design für Lover 10. So, gucken wir mal. Suchen. Ne, da kommt nur das eine, leider. Aber ich will nicht in weiß. Ist doch blöd. Egal, ich lade es mal runter. Können wir es uns mal angucken. Weißer Mustang. Ja. Das ist geklappt. Okay. Gucken wir uns erstmal an das Fahrzeug, ob das überhaupt gut aussieht. Wenn nicht, da lassen wir es. Gucken wir uns das mal an. So, ja, an sich sieht es gar nicht so schlecht aus, aber... Ja, das weiß es mir zu unschuldig. Ja? Das geht nicht. Da muss einfach. Ich mache ein eigenes Design. Komm, wir geben uns mal die Zeit. Die Folge wird ein bisschen länger auch, verspreche ich euch. Aber das darf jetzt auch mal sein. So gegen Ende des Let's Plays darf es ja mal ein bisschen länger sein. Mach mal unser eigenes Design. Ja? Das kriegen wir hin. Wenn das mal noch schneller gehen würde. So, ich will eine coole Farbe haben. Spezialfarbe. Also gehen wir erstmal hier. Nein, wir machen ihn nicht grün, keine Sorge. Grundfarbe. Ich möchte ein entsprechendes Rot haben. Ich möchte einen roten, bösen Mustang haben. So, das passt erstmal. Und es darf auch ein bisschen vielleicht Orange mit rein oder so. Oder Gelb. So, Gelb. Es muss schon... Ja, das ist halt mehr Orange. Das ist jetzt halt, das wäre jetzt halt Rot. Ich glaube, das Problem hatten wir schon mal, dass es entweder zu Orange wird oder zu Pink. Ja. Problem jetzt an der Sache.
Wenn ich jetzt es zu dunkel mache, dann... Ja, es ist scheiße, es muss schon so sein. Ein bisschen Orangeton darf da ja mit drin sein. So, jetzt pass mal auf und jetzt machen wir die Grundfarbe und die müssen wir jetzt hier ein bisschen... Ja, das geht mir schon zu sehr Bordeaux und so. Ja, das passt schon. Ich finde es ein cooles Rot, ja, aber das ist ja erst der Grundgerüst dieser Sache. So, ja, dann gucken wir mal. Motorhaube lassen wir, Spiegel. Ja. Können wir jetzt Carbon machen, so. Ja, richtig schön sportlich. Und die Lippe machen wir auch. So. Zack. Felgenfarbe. Da möchte ich auch eher eine matte Farbe haben. Ja, nur eine zweifarbige machen. Nee. Machen einfach eine matte Farbe und die muss aber jetzt sprechen, ups, von der Sättigung her. Schwarz will ich jetzt nicht unbedingt machen. Grau. Ich weiß, oben haben wir es glänzend und hier haben wir es jetzt matt. Das sieht nicht so geil aus, gell? Eher. Dann machen wir halb glänzend eher. Oder ich probiere es mal mit zweifarbig halb glänzend. Mal gucken, ob ich da was hinkriege. Wir probieren einfach mal ein bisschen aus, ja? Müssen ja was Schönes, Schniekes haben. So, das machen wir jetzt mal hier ein bisschen dunkel. Und die Sekundärfarbe machen wir wahrscheinlich scheißegal. Machen wir so. Die jetzt weiß macht, wie sieht es dann aus? Das ist, glaube ich, ein bisschen zu krass, oder? Ja, das ist halt dann arg hell. Ich will ja dunkle Felgen haben. Passt schon eigentlich ganz gut. Hat was. Ne? Hat was. Machen wir so. Machen wir so. So, dann natürlich die Scheiben noch. Dürfen wir nicht vergessen. Die dürfen auch ein bisschen dunkel sein. Und zurück. Ja, speichern. So, wir sind aber noch nicht fertig. Ne? Wir wollen natürlich noch was anderes drauf haben. Ah, wenn es nicht so lange gehen würde, ne? Könnte man sich auch Zeit sparen. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. So. So, Aufkleber anbringen. So, dann fangen wir mal da an. Und dann mache ich, würde ich sagen, da machen wir mal natürlich diese Form hier. Die wird natürlich schwarz. Machen wir mal so ein Grau eher. Dann machen wir mal so ein dunkles Grau. So, Größe. So, das soll genau hier dazwischen passen. So, okay, das ist nicht ganz perfekt. So, dann ziehen wir das da mal durch. Hinten will ich es, glaube ich, gar nicht haben. Pass mal auf, ich will es nur vom Dach bis ganz nach vorne haben. Ganz gut. Das finde ich ganz gut. Farbe ist jetzt, die Frage ist jetzt nur, die Farbe doch nicht besser, weil ich kann ja eine eigene Farbe mischen. Dann mache ich das nämlich ein bisschen dunkler noch. Ich will sie ganz schwarz haben, aber so schon dunkler. So, machen wir mal kurz, dann machen wir das mal hier. Und da müssen wir das jetzt drehen. Und zwar um genau 90 Grad. Sollte das eigentlich passen, müssen aber leider hier noch eins rüber gehen, oder? Zwei rüber. Zack. So. Und dann machen wir das, was wir vorher gesehen haben, machen wir jetzt einfach nach, so ein bisschen. Mal gucken, ob es da vielleicht eine geile Form gibt. Eine coole Form. Form. Nee, das meine ich nicht. Wir können auch noch einen Gengar drauf machen, ja, weil wir es können. Machen wir aber nicht. So.
Nee, wir machen das einfach selber. Ist, glaube ich, am einfachsten. So, ich nehme die Farbe hier wieder. So, so, so. Neigung. So. Vielleicht nicht so ganz krass neigen, nur so ein bisschen. Wegen. So. So. Mal Länge her anpassen. Ein bisschen zu lang, glaube ich. So. Und dann setzen wir das da hin. Sieht es gut aus. Vielleicht müssen wir es auch da oben hinsetzen. An der Tür entlang. Aber machen wir einfach mal so, oder? Ich finde es ganz cool. So, müssen wir aber das hier nochmal nehmen. Dann möchte ich das kurz kleiner machen. So. Nein, nicht hier breiter. So. Muss ich das nur insgesamt nehmen, weil ich möchte schon, dass es so dieses 5-0, was jetzt ja nicht mehr passt, weil wir haben jetzt eigentlich 6-2, aber ist ja egal. dass das so ein bisschen passt. So. Zack, zack, zack. Passt ganz gut, oder? Kann man so lassen. Gibt es auch noch mal coole Herstelleraufkleber hier irgendwie so? Eigentlich nicht, ne? Passt nichts. Gut, dann lassen wir das mal. Ja, wie sagen wir, spiegeln wir das einfach von der anderen Seite noch schnell rüber. Und dann haben wir wenigstens auch optisch ein bisschen was, wobei das jetzt hier ein bisschen komisch aussieht. Das müssen wir hier von der Ding nochmal ein bisschen anpassen hier, ne? So. Ja, das passt. Das lassen wir so, würde ich sagen. Der sieht doch böse aus. Mir gefällt er. Ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Ja. So, jetzt haben wir genug Zeug in der Werkstatt und der Lackiererei verblämmert und wir haben das Auto noch gar nicht eingestellt. Ja, jetzt, das kommt jetzt ja auch noch dazu. Aber wir fahren jetzt erstmal uneingestellt, das ganze Ding. Und dann gucken wir mal, was wir da noch so hinkriegen. Und dann hoffe ich doch mal, dass ich euch ein schönes Performance-Fahrzeug hier zaubern kann oder konnte. Ja. Ich meine, mit 600 PS, das ist ordentlich, ne? Ohne. Ja, das sieht schon böse aus. Klingt tut auch gut, dann machen wir da mal einen Soundcheck noch. Ja, der zieht schön Spuren hinterher. Aber er soll ja auch performant sein, ja? Und das gefällt mir schon, zum Beispiel schon mal nicht so, ja, dass er hier. Wobei, ja, doch ein bisschen kommt der Arsch ein bisschen zu sehr. Aber wir haben da auch noch unser 0815 Special Tuning noch nicht drauf. Ja? Das machen wir jetzt nämlich. Unser 0815 Special Tuning. Und dann tut es sich schon mal ganz gut. Getriebe passen wir nachher noch an. So. So, da machen wir ein bisschen weniger. Federn lassen wir mal. Tiefer geht immer. Stabil. Ja. Können wir eigentlich schon fast lassen. Hier weniger machen. Auf jeden Fall Druckstufe immer weniger bei Straßen. Und Differential machen wir auch auf jeden Fall weniger. Und da machen wir mal so, ja. So, gucken wir mal.
damit fährt. Ja, da kommt gar kein Arsch. Nicht mal, wenn ich das Auto in die Kurve schmeiß. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ja. Gewalt kriege ich bestimmt hin. Oh, das war zu spät. Mach's in der nächsten Kurve. Ja, so kriegt man den Arsch rum, aber das ist gar nicht so schlimm. Weil kommt man ja auch ganz gut durch. So. Machen wir mal das Getriebe noch an. Ja, der geht schon ganz gut rum. Also wenn er quer kommen soll, dann tut er es auch. Aber ansonsten liegt er super stabil bis jetzt. Aber da können wir gleich nochmal Feineinstellungen machen. Jetzt gucken wir erstmal, wie er sich hier topspeed-technisch verhält. Vom Getriebe her, ob das passt. Dam, 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 dam. 300 knackt er schon mal. Ich weiß gar nicht, wie viel er knackt, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, was angegeben wurde. Super, 320 ist schon mal gut. Fünfter Gang. Gar nicht schlecht. Ja, fünfter Gang, jetzt kann man ihn voll ausfahren. Das heißt, wenn man ihn jetzt quasi auch in echt nutzen wollen würde, hätten wir ja noch einen sechsten Gang als Spritfahrgang. In dem her passt es ja. Also länger im fünften Gang kann man ihn voll ausdrehen. Sechster Gang als Spritfahrgang finde ich gut. Und da würde ich mal sagen, machen wir hier mal einen Soundcheck. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Kann man auf jeden Fall anhören, könnte natürlich noch ein bisschen kerniger klingen für einen V8, muss ich sagen. Aber ist okay. Ja. Will ich mich jetzt mal nicht beschweren. So. Mal ein bisschen Musik noch dazu und dann fahren wir das Ganze nochmal zurück. Gucken wir mal, wie er performt, wenn ich jetzt hier die Autobahn bergauf fahre. Aber die 300 knackt er trotzdem ohne Probleme. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, und auf diesen Straßen bewegt es sich sehr ruhig. Da sind ja auch ein paar Unebenheiten drin, also wird es nicht instabil bei den Geschwindigkeiten, ne? Ist auch schon mal wichtig. Aber wir werden natürlich jetzt gleich nochmal ein bisschen ein paar kurvigere Strecken fahren und das auch nochmal versuchen, ein bisschen am Limit zu fahren. Und dann kann man am ehesten sehen, wie es fahrwerkstechnisch passt. Hier die Kurven hier. Passt alles wunderbar, sehr präzise Lenkung, direkte Lenkung. Gut, das ist halt durch die Spur und die Sache natürlich auch so gewollt. Ja, also der Arsch ist jetzt nicht mega leicht oder so, dass er jetzt kommt. Das muss ein bisschen ausweichen. Aber das scheint schon mal ganz gut zu passen. Also der geht schon, also performant ist es auf jeden Fall. Gut, das war jetzt einfach zu schnell, da kann auch das Fahrzeug nichts für. Wenn ich zu schnell durch Kurven baller.
Aber das scheint schon mal ganz gut zu passen. Ja, und nochmal die Leute, die sich jetzt die ganze Zeit fragen. Performant, was ist ein Performant? Ich weiß nicht, was Performant ist. Ja, Performant heißt einfach, dass die Leistung, Beschleunigung, die Bremse, die Traktion, die Kurvenspeed, dass das alles zueinander passt. Ja? Dass ich nicht das Gefühl habe, oh fuck, ich beschleunige wie ein Formel-1-Wagen, aber ich muss bremsen wie ein Bus, beziehungsweise, oder wie ein Zug, noch besser gesagt. Genauso auch nicht, ich habe mega die krasse Topspeed, aber ich muss so abbremsen, dass ich überhaupt in Kurven komme, weil mein Fahrzeug einfach nicht in Kurven will. So ein Phänomen hat man ganz gern mal bei Hypercars, wie zum Beispiel in Koenigsegg One-to-One. Der hat zwar mega Beschleunigung und alles und der hat ja auch keine schlechte Traktion oder beziehungsweise schlechte Kurvenspeed, aber im Verhältnis zu seiner Leistung passt es einfach nicht. Und genau das ist das, was ich halt mit performanten Tuning hinbekommen will. Ich meine, ich habe jetzt hier einen 600 PS V8. Ja, der klar, dass der natürlich gerade auf der Hinterachse schiebt, aber ihr seht ja, das Ding ist nur vom Heck angetrieben, über 600 Newtonmeter Drehmoment und da muckt eigentlich nichts. Ja, ich muss auch kaum gegenlenken, vielleicht auch mal hier. Bin hier jetzt kaum am Gegenlenken oder Gegensteuern. Das Auto liegt ja schon sehr stabil und das mag ich dann halt. Also wenn das Verhältnis zwischen Beschleunigung, Topspeed und so weiter passt. Also das sieht schon ganz gut aus, muss ich sagen, bei dem Fahrzeug. Das macht Spaß. So, jetzt kommt der Arsch mal ein bisschen. Es wurde ein bisschen leicht, hier so Bergabpassage. Aber jetzt nichts Wildes. Man reizt ja das auch gerne mal aus. Aber ich denke, würde ich sagen, passt das schon ganz gut vom Setup. Natürlich könnte man es jetzt noch perfekter machen, aber da müssten wir jetzt länger fahren und ein bisschen ausprobieren. Aber ich würde sagen, so vom Ding her passt das ganz gut. Was wir jetzt mal ganz kurz machen können, ist vielleicht so ein 0-100 Run. Gucken wir mal, wie lange er dafür braucht. Und dann würde ich sagen, geht's los in 3, 2, 1, go. Das ist halt viel Wheelspin. Aber das waren 5 Sekunden, das ist nicht so gut. Da müssen wir nochmal ganz kurz ein bisschen Gefühl mit Gefühl das Ganze machen. So, 3, 2, 1, go. Ja, gut, das habe ich nicht drauf geachtet, aber ich würde sagen, wir gucken einfach hier, weil 0 auf 100, das können wir auch einfach hier gucken. Was hat denn der da für Werte? Ja, 3,6 ist okay, Heck angetrieben. Ich würde sagen, das passt schon. Wir können das auch nochmal ein bisschen Küstenstraße langballern. Sieht man am ehesten, wie stabil das Fahrzeug liegt. Aber ich würde sagen, das ist schon ganz gut. Ich hoffe, die ganzen Leute, die hier für den Mustang abgestimmt haben, sind zufrieden. Ich finde es auf jeden Fall ganz gelungen. Auch wenn ich ehrlich bin, ich würde immer noch einen Camaro vorziehen. Ich bin halt mehr so der Camaro-Fan anstatt der Mustang-Fan. Aber das ist halt auch so wieder so eine Sache. Man ist halt fürs eine oder man ist halt fürs andere. Ne? Das ist halt immer so eine Sache. Und ich will da jetzt auch keinen Krieg oder eine Diskussion anfangen. Das ist einfach Meinungsverschiedenheit bzw. Geschmackssache. Und ich denke, jeder muss ja seinen eigenen Geschmack haben. Ich finde gerade auch den neuen Shelby, den GT350R, den wir ja dann auch in Horizon 3 drin haben, sieht mega geil aus. Ja, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich bin trotzdem halt eher mehr der Camaro-Mensch, anstatt der Mustang-Mensch. Dennoch finde ich aber das Fahrzeug, was wir jetzt hier haben, sehr cool. Wie gesagt, es liegt ganz gut. Der Arsch lenkt auch immer so leicht mit. Ja, ich weiß nicht, das kommt, glaube ich, jetzt gar nicht so richtig rüber, aber also wenn ich das Auto hier rumschmeiße, dann kommt der Arsch auch ein bisschen mit. Das finde ich ja auch gut, weil das Problem ist, wenn ich das Auto so stabil mache, dann ist es irgendwann untersteuernd und das wollen wir ja auch nicht. Es darf ja schon so ein bisschen mit dem Arsch mitkommen, solange es jetzt nicht direkt im Drift ausartet und das tut es ja auch nicht. Ja. Also bedenkt, bei diesen Geschwindigkeiten, die 180 Sachen komplett rum, das liegt schon ganz gut. Also ich würde sagen, das passt alles wunderbar. Tuning performant geglückt, würde ich mal sagen. Und ich würde einfach sagen, der beste Test ist immer noch der Test, wenn man selber testet. Und deswegen gebe ich euch das natürlich selbstverständlich frei. Und dann könnt ihr das einfach mal selber ein bisschen angucken, selber begutachten. Und dann nennen wir das einfach mal Twiff. Und dann haben wir das. Das ist auch nicht schlecht, ne? So. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten die bla bla bla. Teilen. Und dann teilen wir das. Und dann könnt ihr das selber ausprobieren. So, und die Leute, die natürlich gerne ein bisschen Qualm sehen wollen,
Ich bin mir sicher, dass man mit dem Ding auch driften kann. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen driften, wenn mich der Fox, der nicht im Weg ist... Ja, man kann auch driften. Leistung ist ja mehr als genug da. Ja, seht ihr mal, das Ding kann auch quer. Das Auto richtig anstellen, dann geht es schon. Das war ein bisschen zu viel gewollt. Das geht schon ganz gut hier. Ja, wunderbar. Ja gut, Leute, ich würde sagen, ich bin auch raus für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und euch hat das Tunen nicht so sehr gelangweilt. Aber ich dachte, wenn wir schon wieder mal ein Performance-Fahrzeug haben, dann nehmen wir das doch auch mal hier grundauf. Ich erkläre noch ein bisschen was dazu, was ich denn ändern möchte, warum ich es ändere, was ich geändert habe und so weiter, dass ihr einmal da so ein bisschen Gespür dafür bekommt. Ja, natürlich fragt sich jetzt der eine oder andere, wie muss ich jetzt die Regler einstellen? Hier, die hier. Das sind natürlich die, wo auch ganz viele immer sagen, Ray, erklär uns das mal, was bewirkt was und so weiter. Das werde ich tatsächlich mal tun, aber ich habe gedacht, das machen wir dann in Horizon 3, weil das bringt mir jetzt nichts, wenn ich das jetzt hier mache, weil in Horizon 3, denke ich, wird sich auch nochmal ein bisschen an der Physik ein bisschen was verbessern und, oder verändern. Ja? Das heißt, es könnte sein, was ich jetzt hier sage, wenn ihr das so einstellt, kann sein, dass in Horizon 3 gar nicht mehr so funktioniert, weil hier gibt es ja so ein paar Gesetze wie mit den Stabis, dass man die eigentlich eher weich stellt und so weiter. Das könnte sein, dass da vielleicht nicht mehr so ist. Ja? Deswegen ist eine Sache. Aber ja, da macht schon Bock. Auf jeden Fall. Der liegt schon echt ganz gut. Und wenn man will, kommt er auch quer. Aber alles super kontrolliert. Ja, sehr schön. Macht Spaß. Und ja, jetzt bin ich aber wirklich raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet gute Unterhaltung, viel Spaß. Ich wünsche euch an der Stelle ein schönes Wochenende. Und denkt dran, morgen am Samstag bereits gibt es dann eine weitere Horizon Multiplayer-Folge. Die ist auf jeden Fall sehenswert. Also ich würde sagen, sie ist sehenswert. Ja, viel Gaudi dabei, viel Spaß dabei. Und ja, schaltet ein. Würde mich freuen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder Montag. Geht's dann mit der Demo von Forza Horizon 3 weiter oder endlich los oder wie auch immer. Australien, wir kommen, ja, sage ich nur. Also, ciao!